Seid ihr bereit, mit mir und meinen Geschwistern auf eine musikalische Reise durch mein Leben zu gehen? Ich bin der Josef, besser bekannt als Papa Haydn. Mein Beruf ist Komponist. Das ist jemand, der sich Melodien und Musik ausdenkt und die dann in Form von Noten niederschreibt. Deswegen war ich vorher ein bisschen abgelenkt, weil ich eben über meine nächste Melodie nachgedacht habe. Josef! Josef! Mir ist vorhin eingefallen, dass wir doch den Kindern erklären könnten, was Rhythmus ist. Kommt, klatschen wir mal alle gemeinsam mit der Anna die Viertelnote. Alle schön gemeinsam, sehr gut. Und jetzt machen wir das Gleiche mit dem Josef mit. Die Achtelnoten auf die Oberschenkel. Das war mir damals so unangenehm. Die Freiheit meiner Seele, die Freiheit meiner Seele ist mir das höchste Gut. Wär ich was Besseres, wenn ich's wär, wär ich was Besseres, wenn ich's wär. Ich glaube, glaube, nein, ich glaube, glaube, nein. Das schöne Glück hätt' ich's nur erst, ich teilt es gern mit dir. Vergesst eins niemals, Musik ist eine Sprache, die jeder spricht. Sie hat die Kraft, Menschen völlig ohne Worte miteinander zu verbinden, selbst wenn sie unterschiedliche Sprachen sprechen. Josefs Musik versteht man auf der ganzen Welt. Papa Haydn war als Komponist ein Held. Er musizierte, dirigierte, arrangierte, orchestrierte. Ja, der Josef, so wie heute auch schon damals faszinierte. Josef Haydn inspirierte.